mein Fehler. Ich hab das zweite Mal gedrückt. Okay. Jeden Moment packen wir das. Jeden Moment. Hüpf. Und nochmal hüpf. Jetzt, boah, ich wäre schon wieder reingefallen. Sämtliche Scheiße hier. Jetzt hab ich mein Dingens hier nicht mehr. Autsch! Das ist Körperverletzung! Okay. Auf den Weg, egal auf welchem. Komm hier, hier. Wunderbar. Schön. Hier wechseln wir noch einmal. Okay. Können Sie das Ding nicht anhalten? Nur keine Sorge, Miss Carmelita. Geschafft, endlich. Oh, oh. Wer sind Sie? Ist mir ein Vergnügen, Ma'am. Ich bin Tennessee Kid. Sagen Sie es nicht. Sie sind ein Cooper, stimmt's? Ich wusste's. Ja, Ma'am. Bentley hat gesagt... Oh, nennen Sie mich nicht, Ma'am. Ich heiße Inspektor Fox. Halt, Bentley ist hier? Ja, sieht aus, als wären sie direkt hinter uns. Carmelita, hey, bist du schon... Dieser hinterhältige Kleine. Besten Dank für Ihre freundliche Hilfe, Inspektor Fox. Ich bringe diese Bandidos schnell ins Kittchen und werde in 0,nix schon wieder bei Ihnen sein. Natürlich dürfen Sie sich auch gern selbst stellen, wenn Sie weiter hilfsbereit sein möchten. So gut mir die Vorstellung von Sly hinter Gittern gefällt. Niemand entführt Inspektor Carmelita Fox und kommt damit durch. Beinhaltet das auch das Festbinden an einer führerlosen Kutsche? Vorsicht! Ich mag keine Klugscheißer. So, bereit für eine neue Mission, Tennessee? Ja, Ma'am. Ich meine, selbstverständlich bin ich das, Inspektor Fox. Geschafft. Also hat sie dem unfreiwillig geholfen. Unglaublich. Hell yeah. Auf zur nächsten Mission. Und noch was. Und noch was. Erstmal ruhig sein. Ladezeiten nerven. Das ist doch... Okay, ich sag nichts mehr. Wir sind durch. Gefängnisausbruch. Ich denke, wir müssen dir nur noch helfen, Toothpick killen und dann können wir dem Wilden Westen auch schon bald... Ich wollte... sagen wir bye-bye. Oh, wie lame, der kann ja nicht gleiten. Ist ja nicht Sly. Aber er ist immerhin ein Cooper. Ich finde das so lustig, wie die eigentlich normalerweise jeden Bullen umkloppen könnten, aber die lassen sich einfach mal so gefangen nehmen. Schon lustig. Wir leuchten auf die Gleise, du Affe. Hm. Muss... Jo. Muss ich eigentlich genau hin? Da drüben muss das Gefängnis sein. Fallen wir einfach mal hier runter. Hey, da ist eine Marke. Dingensbummens. Ah, der Auftrag. Das ist gefährlich, aber er führt zurück zum Gefängnis. So wie ich das sehe. Rechnen Sie auf keinen Fall damit, dass wir diesen Weg nehmen. Sind Sie wirklich bereit dafür, Miss Fox? Inspektor Fox. Aber nennen Sie mich Carmelita. Und danke für die Rettung übrigens. Gern geschehen. Inspektor? Sind Sie ein Sheriff?
Woher kennen Sie denn Sly? Das ist eine sehr lange Geschichte. Jetzt muss ich diesen Ringelschwanz retten und ihm den Hals umdrehen. Wow, haben Sie Temperament. Sie erinnern mich an dieses Mädchen. Wie ist dieses Gefängnis überhaupt? Tja, da ist viel Feuer zum Beispiel. Fantastisch, dann mal los. Das nenne ich mal ein Boot. Auf zum Gefängnis. Viel Feuer. Oh, ich glaube, wir werden uns so ziemlich das Fell verbrennen. Ziemlich sicher. Wow. Ich glaube, der hat in der letzten Zeit, glaube ich, 3-4 Mal geladen. Mission wird beendet, Mission wird gestartet, vom Dingens aus, vom Versteck aus. Wahnsinn. Miss Carmelita, Sie haben doch nicht vergessen, wie man die Pistole benutzt, oder? Oh, ich darf sie steuern? Cool, ich darf sie fahren. Das wäre wahrscheinlich ein bisschen lame. Holy shit, das ist aber Wumms hinter. Ach, jetzt ist ja auch so ein Vieh. Boah, es geht denn ab, ey. Hier sind so viele. Okay. Ich glaube, wir gehen gleich schon mal drauf. Oh, was zielt die eigentlich? Ich bräuchte... Ah, komm schon. Ja. So mies, ich bräuchte eigentlich die Zielvorrichtung von dem anderen Typen. Okay, das ist doch mal machbar. Ein Viehangriff von oben und Hasen natürlich. Unfassbar, wo Sly mich da hineingezogen hat. Toll geschossen, Carmelita! Weniger Süßholzgeraspel und mehr Action! Tennessee? Hier müssen Sie allein weiter. Ich finde einen anderen Weg. Große Klappe, aber nicht beweglich sein, hä? Ich finde einen anderen Weg. Ich glaube, ich muss ihr den Weg erstmal frei machen. Das heißt, wir klettern hier hoch. Wieso? Moment. Das haben wir gleich. Ah. Okay. Oh, das können wir auch machen. Cool. Hoch. Festhalten. Hoch. Den Schwung nehmen wir ordentlich mit. Okay. Da nicht, da nicht, da nicht. Hier lang. Boah, Kuhangriff. Pion, pion, pion. Dummes Kuhviech. Verreckt. Diese Trottel haben wir noch nicht genug. Die sowieso nicht. Hallo, hallo, hallo. Okay. Null Problemo. Schau dir das Fass an. Oh, sieht's aus. Tragen aber ganz schön viele Schüsse. Okay. Und Weg frei machen. So, jetzt müssen wir nur zum Floß. Sie sein! Den Tennessee-Kid schaffst du nicht! Tennessee, hier lang! Und drauf. Sie sind eine Kaktusblüte.
Wer zum Teufel schießt von hinten auf mich? Das ist lame. Ich seh den noch nicht mal. Egal. Oh, klar treffe ich das Ding nicht. Das sind Hasenkängurus. Nervige Viecher. Angreifer von links. Ja, das wäre eine super Sache. Mein Gott, verreckt. Wir kommen gleich von zwei Seiten. Das war wirklich toll geschossen. Diese Bullen da vorne meinen es ernst. Dieser Schalter sieht irgendwie wichtig aus. Lass mich ran, eröffnet ein weiteres Tor. Naja, er überflutet das Klo, was da ist. Okay, gehen wir mal hin. Wunderbar. Ohne den Boden zu berühren, der Boden ist Lava. Ah, ich muss ja eh auf den Boden. Also, meh. Wer hat mich gesehen? Wer mal will... Ah, oh, der will Party machen. Viecher. Könnte mal Energie droppen. Ist klar. Nicht in den Zielmodus und verlässt er den auch schon. Tok, tok, tok. Und. Das ist fast genauso toll wie ein Sack Gold. Bisschen Leben wieder bekommen und direkt verloren. Probier das Vieh eigentlich direkt damit um? Ja. Mensch, diese Kerle sind dumm. Ja, wirklich extrem dumm. Ich hätte den nicht nur mitnehmen können. Bam. Hoffentlich habt ihr einen Notfallplan. Oh shit. Oh, wie seid ihr nicht anvisiert? Ihr hättet den Kopf treffen müssen. Kaboom. Als würde man auf gefesselte Ratten schießen. Nur, dass Ratten nicht so riesig sind. Okay, Floß, Floß, Floß. Tennessee ist unterwegs. Sliding back to the floors. Tennessee, hier lang. Hell yeah. Und weiter geht's. Ein bisschen oben schießen. Dann wieder ein bisschen hier. Jetzt haben wir auch noch so ein Ding. Okay, okay, okay. Wer lässt die Fässer da plötzlich auftauchen? Abwehrmechanismus im Wilden Westen. Kann man wahrscheinlich so Seile oder sowas. Hallo? Ey, wie? Ich hab doch jetzt volle Pulle darauf geschossen. Lame. Ich hätte besser anvisieren sollen. Okay. Nice. Gar keinen Schaden gefressen bisher. Du bist dran. Und du. Und du. Genau wo ich das da fresse ich natürlich Schaden. Okay, sieht gut aus. Vielleicht docken wir hier an. Irgendwie ist das schon lustig, dass der Motor hinten dran ist und wir trotzdem pumpen müssen. Und oben. Frag jetzt nur, wie sie da nach oben gekommen. Die kann ja eigentlich nicht. Wie wir von vorhin wussten. Tennessee, uns
mehr Wachen auf den Fersen. Gehen Sie. Ich bleibe hier und halte Sie auf. Easy peasy. Wir müssen einfach nur die Schlösser hier kaputt schießen. Ah, ich muss den Kuppen noch mal treffen. Oh, wie langsam lädt es denn auf? Okay. Das könnte ich sogar im Schlaf. Boom, boom, boom. Hallo, aufs was? Hallo? Das Spiel ist kaputt. Du nervst, du nervst. Ich geh mal hier hoch. Schon eins und dämliches Schloss. Bing. So. Carmelita, bist du okay? Ja, aber nicht dank dir. Nach der Nummer sollte ich dich in dem Käfig lassen, Sly Cooper. Ich weiß. Hör zu, ich kann alles erklären. Ohne diesen stattlichen und reizenden Gentleman wäre ich gar nicht hier. Oh, nicht doch. Stattlich und reizend? Ernsthaft? Hör zu, Carmelita, ich weiß. Spaß dir, Sly. Im Moment will ich nur wissen, wie ich wieder nach Paris komme. Ehrlich gesagt, Carmelita, interessiert mich viel mehr, wie du überhaupt hierher gekommen bist. Aber Jungs, wo ist der Van? Den Van suchen wir dann später, Murray. Was wolltest du noch mal sagen, Carmelita? Es ist eine lange Geschichte, Bentley. Los, ich erzähl's dir unterwegs. Das ist auch Quälerei, wenn ein Hippo so auf einem rumspringt. Aua. Wie ist die Olle hier hingekommen? Wahrscheinlich ist sie uns unauffällig gefolgt. Im Kofferraum geblieben? Wer weiß. Wenigstens haben wir die aus dem Gefängnis befreit. Als ich ihn sah, diesen arroganten, kleinen, diesen nutzlosen, verlogenen, oh, ich hätte ihm seinen räudigen Schwanz um den Hals binden sollen. Ich hätte ihm seinen selbstzufriedenen Blick aus dem Gesicht schießen sollen. Ich sollte vielleicht erstmal meine Geschichte beenden. Nachdem die Cooper-Gang aus dem Museum entkommen war, wollte ich mich etwas umsehen. Ich hatte den Handel gestohlener Antiquitäten auf dem Schwarzmarkt untersucht, aber ich hätte nie gedacht, dass der hinterhältige Ringelschwanz darin verwickelt war. Als ich um eine Ecke bog, erblickte ich mit Erstaunen einen riesigen Berg gestohlener Schätze direkt im Museum und Le Paradox selbst entlud sie. Ich konnte es nicht fassen. Der millionenschwere Kunstsammler und Museumsmäzen steckte dahinter? Ich war so überrascht. Und als ich reagieren wollte, hatten seine Schläger mich bereits entdeckt. Und dann ließ mich dieser schmierige Zwerg in eine blöde Maschine werfen. Und das nächste, woran ich mich erinnere, war, dass ich Cowboys und Verbrecher spielte. Der alte Western? Zeitreise? Das war total verrückt. Klar, Le Paradox war in seiner Jugend kein Engel gewesen, aber seitdem war er sauber und er stand auch nicht bei Interpol auf der Liste der Verdächtigen. Es gab Gerüchte über den Grund seines Wohlstands, aber es wurde nie etwas bewiesen. Aber jetzt hatte ich das Geheimnis geklärt und natürlich waren Cooper und seine kleinen Freunde darin verwickelt. Warum war ich nicht überrascht? Der Mistkerl wollte mir weismachen, er müsse das Museum ausrauben, um die Zukunft zu retten. Aber ich hatte genug von diesem Lügner. Ich musste zurück nach Paris, aber diese Schildkröte Toothpick hatte Murrays Van gestohlen und damit Bentleys Zeitmaschine. Endlich hatte ich den Fall geknackt und jetzt stecke ich mit dieser Cooper-Gang in dieser Staubschüssel. Ich wusste nicht, was mich wütender machte. Das Suspekte stinkt hier nicht hochgehen lassen zu können oder hier mit diesem lügenden Ringelschwanz gefangen zu sein. Das einzig Erträgliche an dem Chaos war, dass wenigstens Coopers Vorfahre ein Gentleman ist. Er ein Gentleman. Ist klar. Komm auf zur nächsten Mission.